Gott spricht zu uns durch die Natur und die Offenbarung, durch seine Vorsehung und den Einfluss seines Geistes. Doch das allein reicht noch nicht aus. Es ist auch notwendig, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten. Um geistliches Leben und Kraft zu haben, brauchen wir engen Umgang mit unserem himmlischen Vater. Unsere Gedanken mögen zu ihm gezogen werden. Wir mögen über seine Werke, seine Barmherzigkeit und seine Segnungen nachdenken, doch das bedeutet noch nicht, im vollsten Sinne mit ihm zu sprechen. Mit Gott zu sprechen, heißt, ihm das zu sagen, was tatsächlich in unserem Leben geschieht. Beten bedeutet, Gott unser Herz wie einem Freund zu öffnen. Nicht, weil es notwendig wäre, Gott zu sagen, wer oder was wir sind. Nein, sondern damit wir fähig werden, ihn zu empfangen. Das Gebet holt nicht Gott zu uns herunter, es hebt uns zu ihm hinauf. Als Jesus auf der Erde war, lehrte er seine Jünger, wie sie beten sollten. Er wies sie an, Gott ihre täglichen Bedürfnisse mitzuteilen und alle ihre Sorgen bei ihm abzulegen. Und seine Zusicherung, dass ihre Bitten erhört würden, gilt auch uns. Jesus betete oft, als er unter den Menschen lebte. Unser Heiland identifizierte sich mit unseren Bedürfnissen und Schwächen, indem er ein Bittender wurde. Auch er ging mit seinen Bitten zu Gott und bat seinen Vater um neue Kraft, um für seine Pflichten und Schwierigkeiten gewappnet zu sein. Er ist in allem unser Vorbild. In all unseren Schwachheiten ist er unser Bruder und wurde in allem versucht wie wir. Doch als der Sündlose schreckte er von Natur aus vor dem Bösen zurück. Er erduldete Kämpfe und Seelenqual in einer Welt der Sünde. Sein Menschsein machte das Gebet für ihn zu einer Notwendigkeit und zu einem Vorrecht. In der Zwiesprache mit seinem Vater fand er Trost und Freude. Wenn er, der Heiland der Menschen, der Sohn Gottes, spürte, dass er das Gebet brauchte, wie viel mehr sollte uns schwachen, sündhaften Sterblichen bewusst sein, wie sehr wir inniges, beständiges Gebet brauchen? Menschen, die das Gebet vernachlässigen, werden von der Finsternis des Bösen umgeben. Die Versuchungen, die der Feind ihnen einflüstert, verleiten sie zur Sünde. Und das alles nur, weil sie nicht von dem Vorrecht Gebrauch machen, das Gott ihnen mit dem Gebet geschenkt hat. Warum beten die Söhne und Töchter Gottes so ungern, wodurch das Gebet der Schlüssel in der Hand des Glaubenden ist? Mit ihm können sie das Vorratshaus des Himmels öffnen, in dem die grenzenlosen Reichtümer des Allmächtigen aufgehäuft sind. Wenn wir nicht unaufhörlich beten und immerzu auf der Hut sind, laufen wir Gefahr, sorglos zu werden und vom richtigen Weg abzukommen. Der Feind versucht beständig, uns den Weg zum Gnadenthron zu versperren. Damit will er verhindern, dass wir durch ernstes Bitten und aufrichtigen Glauben Gnade und Kraft erhalten, um der Versuchung zu widerstehen. Es gibt bestimmte Bedingungen, unter denen wir erwarten können, dass Gott unser Gebet hören und beantworten wird. Eine Grundbedingung ist, dass wir spüren, wie sehr wir seine Hilfe brauchen. Er hat verheißen, ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Haben wir Unrechtes im Herzen vor oder halten wir an einer uns bekannten Sünde fest, wird uns der Herr nicht erhören. Doch das Gebet eines reuigen, gebrochenen Herzens nimmt er immer an. Wenn wir jedes uns bekannte Unrecht in Ordnung gebracht haben, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott unser Gebet beantworten wird. Mit unseren eigenen Leistungen können wir uns niemals Gottes Gunst erwerben. Allein die Würdigkeit Jesu wird uns retten. Nur sein Blut wird uns reinigen. Und dennoch ist es unsere Aufgabe, die Bedingungen zu erfüllen, um bei Gott angenommen zu werden.
Eine weitere Bedingung für siegreiches Gebet ist der Glaube. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Nehmen wir ihn beim Wort? Die Zusicherung Gottes ist weitreichend und grenzenlos. Treu ist, der sie gegeben hat. Wenn wir um etwas bitten und es nicht sofort erhalten, sollten wir dennoch glauben, dass der Herr uns hört und unsere Gebete beantworten wird. Wir sind so fehlbar und kurzsichtig, dass wir manchmal um Dinge bitten, die für uns kein Segen wären. Und unser himmlischer Vater beantwortet unsere Gebete in seiner Liebe so, dass er uns gibt, was das Beste für uns ist, nämlich das, was wir uns selbst wünschen würden, könnten wir alle Dinge mit von Gott erleuchteten Augen so sehen, wie sie wirklich sind. Werden unsere Gebete scheinbar nicht erhört, dann müssen wir uns an der Verheißung festklammern, denn die Zeit der Erhörung wird mit Sicherheit kommen und wir werden den Segen erhalten, den wir am meisten brauchen. Wenn wir zu Gott kommen und ihn um Barmherzigkeit und Segen bitten, dann sollte unser Herz von Liebe und Vergebungsbereitschaft erfüllt sein. Wie können wir beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und gleichzeitig Unversöhnlichkeit im Herzen hegen? Wenn wir erwarten, dass unsere eigenen Gebete erhört werden, müssen wir den anderen in gleicher Weise und gleichem Maße vergeben, wie wir Vergebung erhoffen. Auch Beharrlichkeit im Gebet ist eine Bedingung für Gebetserhörungen. Wollen wir im Glauben und in der Erfahrung wachsen, brauchen wir das beständige Gebet. Wir müssen beharrlich im Gebet sein, ausdauernd im Gebet und mit Danksagung wachen. Petrus ermahnt die Gläubigen, besonnen zu sein und nüchtern zum Gebet. Bete im Kämmerlein. Und wenn du an deine tägliche Arbeit gehst, dann erhebe dein Herz oft zu Gott. So lebte Henoch mit Gott. Diese stillen Gebete steigen wie kostbarer Weihrauch vor den Gnadenthron. Satan kann den nicht überwinden, dessen Herz auf Gott gerichtet ist. Kein Zeitpunkt oder Ort ist ungeeignet, um Gott eine Bitte vorzubringen. Nichts kann uns davon abhalten, das Herz in ernstem Gebet zu erheben. Im Gedränge der Straßen oder mitten in einer geschäftlichen Verabredung können wir eine Bitte hinauf zu Gott senden und um göttliche Führung bitten, so wie es Nehemia tat, als er mit seinem Anliegen vor König Artaxerxes war. Überall, wo wir sind, können wir ein Kämmerlein der Gemeinschaft mit Gott finden. Unsere Herzenstür sollten wir immer offen halten und Jesus einladen, zu uns zu kommen und als himmlischer Gast im Herzen zu bleiben. Auch wenn uns eine vergiftete, verdorbene Atmosphäre umgibt, brauchen wir ihren Gestank nicht einzuatmen. Wir können vielmehr in der reinen Luft des Himmels leben. Indem wir uns durch ernsthaftes Gebet in Gottes Gegenwart erheben, können wir jede Tür zu unreinen Vorstellungen und unheiligen Gedanken schließen. Wessen Herz offen für Gottes Hilfe und Segen ist, der wird in einer heiligeren als der irdischen Atmosphäre leben und beständige Gemeinschaft mit dem Himmel haben.
Erzähl Gott deine Nöte, Freuden, Sorgen, deinen Kummer und deine Ängste. Du kannst ihn nicht belasten. Du kannst ihn nicht ermüden. Ihm, der die Haare auf deinem Kopf zählt, sind die Bedürfnisse seiner Kinder nicht gleichgültig. Die Beziehung zwischen Gott und jedem Menschen ist so tiefgehend und ausgeprägt, als gäbe es keine andere Person sonst auf der Erde, für die er sorgen würde. Als wäre sie die einzige, für die er seinen geliebten Sohn gegeben hat. Jesus sagte: Ich habe euch erwählt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Doch im Namen Jesu zu beten bedeutet mehr, als am Anfang oder Ende des Gebets seinen Namen zu nennen. Es bedeutet, in Jesu Sinn und Geist zu beten und an seine Verheißungen zu glauben, sich auf seine Gnade zu verlassen und seine Werke zu tun. Gott will nicht, dass irgendjemand von uns zum Einsiedler oder Mönch wird und sich aus der Welt zurückzieht, um sich der Anbetung zu widmen. Unser Leben muss wie das Leben Christi sein, zwischen der Einsamkeit der Berge und der Menschenmenge. Wer ausschließlich betet, wird bald ganz aufhören zu beten oder seine Gebete werden zu einer formalen Routine werden. Wenn sich die Menschen aus dem sozialen Leben zurückziehen, weg von dem Platz, wo sie ihre christliche Pflicht tun und ihr Kreuz tragen sollen, wenn sie nicht mehr ernstlich für den Meister wirken, der so ernstlich für sie wirkte, verlieren ihre Gebete an Inhalt und sie haben keinen Anreiz mehr zur Hingabe. Ihre Gebete werden selbstbezogen und selbstsüchtig sein. Sie werden unfähig, für die Bedürfnisse der Menschheit oder den Aufbau des Reiches Christi zu beten und um Kraft für ihre Arbeit zu ringen. Unsere Anbetung sollte nicht nur aus Bitten und Empfangen bestehen. Lasst uns nicht ständig nur an unsere Bedürfnisse denken und niemals an die Wohltaten, die wir empfangen. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Lasst uns ehrfürchtig und freudig vor unseren Schöpfer kommen, mit Dankliedern und Lobgesang.